In meinem Kopf regiert das Chaos. Ich denke ohne jeglichen Zusammenhang. Meine Vorstellungskraft macht mich ziemlich ratlos, seit ich mir nur noch Schwachsinn vorstellen kann. Ist das der Fluch kreativer Menschen? Wenn der Wahnsinn dich umhüllt, dann kennt der Geist keine Grenzen. Nur die Zielführung fehlt, also dreht man sich im Kreis. Ich liege stundenlang im Bett und verschwende meine Zeit. Ich wünsch mir eine Richtung, die mir bleibt. Ich habe Pläne, die mir helfen sollten. Leicht gesagt, das Scheiß, doch die Umsetzung scheitert. Die Gewohnheit ist ne Bitch, die meinen Pfad nicht erweitert. Also ändert sich nichts, weil der PC in mir drin ist überlastet. Er rechnet permanent, doch es passt nicht. Es fehlt nur eine letzte Variable, damit die Gleichung aufgeht. Also warte ich auf den Tag, an dem ich wieder klar denken kann. Ich bin mir sicher, dass er kommen wird. Die Frage ist nur wann, wann. Ich will doch nur ein ganz normales Leben. Früh morgens aufstehen, Kaffee trinken, überlegen, was der Tag so bringt. Und dann anfangen, irgendwelche sinnvollen Dinge zu erledigen. Wir haben das Glück, dass uns heutzutage alle Türen offen stehen. Da gibt's nur ein Problem, in welche Richtung will ich gehen? Ich habe mich verzettelt mit dem rauschgeschwängerten Leben des Exzess, Depression, die Konsequenz. Ich war immer gut zu allen Menschen, dafür nicht zu mir selbst. Ich steckte fest in vielen Zwängen, von den meisten bin ich frei. Doch die große Veränderung lässt drauf sich warten, es ändert sich nichts, weil der PC in mir drin ist überlastet. Er rechnet permanent, doch es passt nicht. Es fehlt nur eine letzte Variable, damit die Gleichung aufgeht. Also warte ich auf den Tag, an dem ich wieder klar denken kann. Ich bin mir sicher, dass er kommen wird. Die Frage ist nur wann, wann. Die Frage ist nur, wann bin wieder frei von den Trucks. Dieses Mal für immer steh auf einem ganz anderen Platz. Das ist meine allerletzte Chance zu 32. Hab noch vieles vor, ein Leben ohne Angst ist das Ziel. Mann, ich hab jetzt eine Familie, der Wendepunkt, den ich mir selbst beschwor. Ich wähl den schwierigen Weg, yeah, ich wähl den schwierigsten Weg. Denn nur was mich selber fordert, bringt Entwicklung, die mir steht. Das Leben ist verfickt, nochmal so kurz, um zu verpassen, was passiert, wenn man sich nicht mehr übergibt. Also bleib ich weiter konsequent und bin irgendwann frei. Aktuell geht es nicht, weil der PC in mir drin ist überlastet. Er rechnet permanent, doch es passt nicht. Es fehlt nur eine letzte Variable, damit die Gleichung aufgeht. Also warte ich auf den Tag, an dem ich wieder klar denken kann. Ich bin mir sicher, dass er kommen wird. Die Frage ist nur wann, wann. Der PC in mir drin ist überlastet. Er rechnet permanent, doch es passt nicht. Es fehlt nur eine letzte Variable, damit die Gleichung aufgeht. Also warte ich auf den Tag, an dem ich wieder klar denken kann. Ich bin mir sicher, dass er kommen wird. Die Frage ist nur wann.